um das zu überprüfen. Weil da waren wir ja an einem Gebiet, da waren diese komischen Würmer. Da haben wir aber keinen Siegel getroffen. Weil wir irgendwie, wir waren ja in so einem kleinen Tal. Da waren wir von diesem Sumpf aus hingegangen, ne? Ja. Jetzt sind wir aber, glaube ich, sind wir schon wieder zu weit drüben. Oder? Ja, jetzt sind wir schon wieder zu weit drüben. Wir müssen hier rüber. Ich will nur keinem Drachen in die Arme laufen. Hoho. In die Fänge laufen. So, hier ist die Mauer, die auch hier eingezeichnet ist, glaube ich. Ist hier ein Drache? Ich höre irgendwie so schwere Schritte. Also hier ist die Mauer. Und hinter der Mauer müsste das sein, ja. Ein ganz gutes Stück hinter der Mauer, aber. Da hinten. Da hinten ist es, ja. Oh, Hilfe. Ein Drache. Ein Drache, ein Drache, ein Drache. Ein Drache. Kriegen wir? Gar nichts? Na super. Also hier ist tatsächlich ein Siegel. Hier ist tatsächlich ein Siegel. Siegelgefängnis von Celia. Die kennen wir doch. Stimmt, mit der wollten wir auch noch mal reden. Ne? Mit der haben wir damit noch so ein Empfehlungsschreiben. Gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Erledigen wir mal auch ganz kurz diese Aufgaben. Da ist die Landzunge, aber das ist kein Friedhof. Ist hier doch hier unten der Friedhof? Nee, da ist nicht der Friedhof. Da ist nämlich, also wo ich jetzt gerade so ungefähr hinschaue, also da so. Nicht da runterspringen, bitte. Da ist diese Höhle, die wir schon kennen. Und irgendwo bei der Stadt am Friedhof soll es noch eine versteckte Höhle geben, hieß es. Und der Friedhof war doch da oben. Den sieht man jetzt nur nicht. Aber da war ein Friedhof. Da muss eine versteckte Höhle sein. Wahrscheinlich da, wo dieses Gesicht ist. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir gehen mal hier hin, das ist am nähersten dran. Genau, also nicht diese Höhle. Und dann schauen wir, ob wir die finden. Dann können wir noch zu Celia gehen und dann können wir zu Seluvius gehen. Und dann muss ich die Aufnahme auf jeden Fall beenden. Weil sonst wird es zu lang. Okay. Rennen wir mal einfach vorbei an diesen ganzen Vögeln da. So, da, oh, genau, da kommt diese komische Kugel. Taucht die nochmal auf? Hier war die eigentlich, ne? Ja, genau, hier ist die beim letzten Mal aufgetaucht. So, also hier sind wir an dem Friedhof an der Spitze, oder? So würdet ihr das doch sehen, dass das dieser Friedhof an der Spitze ist. Also ich sehe es zumindest so. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viele Gegner hier aufgeweckt, ne? Gott, ja. Hier soll eine versteckte Höhle sein. Reg dir nicht so auf, komm. Ich bin doch hier auch nur auf Sightseeing-Tour. Hier soll es eine versteckte Höhle geben. Und da gucken wir doch einfach mal, ob wir die finden. Wir schauen nicht danach aus. Ich würde mich interessieren, ob die uns jetzt nochmal Golden Rune 9 geben, wenn wir sie besiegen. Komm, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das wird nur einmal getriggert, oder? Ja, sie haben zumindest was fallen lassen. Aber nur eine. Die andere nicht, oder? Die andere nicht. Okay, spannend. Gut zu wissen.
Gut zu wissen. So, also da war schon mal keine versteckte Höhle. Es muss weiter oben sein. Das hieß ja am Friedhof. Und hier ist der Friedhof ja schon zu Ende. Gut, ich bin mal ganz kurz hier, damit uns die nicht in den Rücken fallen. Ist ja wahrscheinlich doch viel näher gewesen, sich dorthin zu teleportieren, ne? Ich merke gerade. Wir haben keine Zauberkraft mehr. Jetzt wieder. Sehr schön. Eine versteckte Höhle, dann vielleicht da oben. Oder hier. Ja, das wäre nicht wirklich versteckt. Versteckte Höhle. Da hinten. Nee, auch nicht. Auch nicht. Vielleicht doch da in diesem komischen Gesicht. Schaut aber auch nicht danach aus, ne? Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal, die Suche. Da haben wir jetzt ja schon ausführlich genug gesucht. Ich kann hier höchstens noch mal ganz kurz gucken. Das ist aber auch nichts. Mein Gott, reg dich doch nicht so auf. Ich bin doch hier nur kurz unterwegs. Ich gehe doch gleich wieder. Ich meine, da oben könnte noch eine Höhle sein, aber eigentlich müsste die ja in der Felswand sein. Also ich sehe da im Moment keine Höhle. Und da kümmern wir uns mal später drum. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu Celia. Ah, wir sind gerade im Kampf. Ah, schaut mal, sie steht jetzt. Ja, hier bin ich. Sehr schön. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of oh, ein Geschenk. A token though it is. Ja, mit der Prothesenträgerin. Cool, ein Talisman der neuen. I'm considering leaving on a journey. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us in doing. Okay, gerne. Sehr cool. I'm considering leaving. Ja, mach das mal. Dann ganz kurz gucken. Ja, jetzt mach mal hier weg. Ganz kurz gucken, was bringt der Anhänger. Erhöht das Geschick. Ah ja, okay. Erhöht das Geschick ist schon mal nicht schlecht. So, dann ganz kurz zu Celia. Und dann zu Siluvius. Celia war hier. Da können wir uns wirklich direkt in ihr Schlafzimmer teleporten. Wir stehen jetzt also direkt vor ihr. Wir warten dieses Empfehlungsschreiben an sie, aber ich glaube, das hat sich schon erledigt gehabt. Eine Schriftrolle überreichen. Nö, okay. Gut, dann Siluvius. Hier. Siluvius sagen, dass wir die Queste für ihn erledigt haben. Ah, das ist so weit oben hier, ne? Egal, kriegen wir schon hin. Ja, Ranis Quest müssen wir auch weitermachen, bloß da müssen wir diesen komischen Hirsch besiegen. Das hat mit. Oh nee, das sind Wölfe. Ja, ist ja gut. Das sollten wir demnächst tatsächlich auch mal wieder angehen. Vielleicht in der nächsten Aufnahme. Mal schauen.
Je nachdem, wie ich schneide, kann es sein, dass wir in der nächsten Aufnahme vielleicht auch mal wieder eine Farming-Folge machen. Ich glaube, ich reite falsch und ich muss dahinter, ja. Dass wir dann mal wieder eine Farming-Folge machen und nach der Farming-Folge vielleicht, wenn wir da ein paar mehr Stufen haben, dass wir dann vielleicht ja, die Bosse angehen, die wir noch nicht erledigt haben. Das sind ja, glaube ich, inzwischen zwei, drei zusammengekommen. So, Seluvius, was gibt's? Was hast du uns zu erzählen? Ah, so you made Nefeli drink the potion. Ja. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Celebes. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. Aha, das ist also unser Lehrmeister, oder wie? Well, your impatience, though boorish, is understandable. Let's have at it. Über Nefeli mal nochmal fragen. You had Nefeli drink the potion? Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much if I could believe. Was haben wir denn da? Aha, karianische Phalanx, Gegenschlag, Eisbrocken, Nebel. Das ist alles nichts, was uns was bringt. Okay, gut, dann gehe ich mal raus und dann beenden wir die Aufnahme für heute. Mit einem kurzen Ausblick, was wir denn noch machen wollen. Wir wollen natürlich dieses Gebiet hier oben erkunden. Den Erdenbaum, die Burg hier unten, die Brücke mit dem Drachen. Da wollen wir auch noch hin und dem diese Todeswurzel geben. Und da steht vor der Tür auch noch ein Boss, den wir auch noch nicht besiegt haben. Dann ist hier noch ein Boss, den wir nicht besiegt haben. Dann haben wir immer noch nicht rausgefunden, wie man da im Schloss nach oben kommt. Dann haben wir noch nicht rausgefunden, wie man hier in den Turm kommt. Genau, das war jetzt erstmal dieses Gebiet. Dann haben wir hier diese angeblich geheime Höhle noch nicht gefunden. Wir wollen den Kristalltunnel von Celia erledigen. Wir wollen das Ziegelgefängnis von Celia erledigen. Genau, das war jetzt erstmal alles hier. Dann hatten wir noch irgendwo einen Boss. Ah ja, genau, diesen komischen Dämon, der hier unten steht. Hier. Das ist ja so ein Nachtboss. Genau. Und das wäre es eigentlich, was wir da unten zu erledigen haben. Dann das nächste könnten wir dann hier oben natürlich machen, in diesem oberen Gebiet. Aber da sind wir noch nicht so weit. Und dann auch, wie wir in diesen Turm hier reinkommen, wissen wir noch nicht. In den anderen Turm hier, den da. Da haben wir auch noch nicht irgendwie das wirkliche Lösung gefunden. Gut, gibt es sonst noch irgendwas, was unerledigt ist? Ich glaube, nein. Mir fällt jetzt nichts ein. Schade, dass diese Siegel kein Zeichen bekommen, wenn man sie erledigt hat, ne? Haben wir dieses Siegel eigentlich schon? Ja, das haben wir auch schon erledigt. Da kann man jetzt gar nicht so wirklich abschätzen, was man schon erledigt hat und was nicht. Ah ja, wie man hier hochkommt, haben wir zum Beispiel auch überhaupt noch gar nicht rausgefunden. Und hier ist auch noch, müsste noch eins dieser vier Glockentürme sein, die wir noch nicht geöffnet haben. Dafür brauchen wir einen magischen Steinschwertschlüssel. Den haben wir nicht. Genau, und der Turm dort oben ist auch noch nicht. Renners Turm ist auch noch nicht offen, glaube ich. Da müssen wir wahrscheinlich die Queste von Rani hier weitermachen, damit wir hier oben auch reinkommen. Schätze ich mal. Ja, und diese Fußspuren, das haben wir auch noch nicht rausgefunden, was es damit auf sich hat. Und das Amulett, die zweite Hälfte des Amuletts, der diesen großen Aufzug aufmacht, das haben wir auch noch nicht gefunden. Das könnte aber sein, dass es zum Beispiel hier bei dem Erdenbaum ist. Oder hier in der Burg. Ja. Ach stimmt, genau. Und dann noch dieser Ausblick, den wir brauchen, von dem Bild. Von dem Bild aus der Zauberstadt Celia. Ja, ihr seht, da gibt es doch noch einige Sachen, die wir erledigen wollen. Für heute soll es aber mal gewesen sein und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao. Willkommen zurück, Freunde, bei Elden Ring. Wir stehen vor Seluvius Turm, weil wir da gerade mit dem Typen mit dem lustigen Hut gequatscht haben. Ja, danke für eure Kommentare und Hinweise. Ich habe gesehen, dass ich ein paar
Bosse übersehen habe, oder ein paar sind es eigentlich nicht. Also ich habe so ein paar Stellen übersehen und ich habe auch einen Hinweis bekommen, dass wir vielleicht doch nochmal beim Schloss Rotmähne zum Beispiel vorbeischauen sollen. Und dass es, und was ich recherchiert habe, ist, was es mit den Sternensplittern auf sich hat. Und dafür müssen wir genau hier, es hat genau was mit Siluvius zu tun, deswegen passt es perfekt, dass wir hier starten. Irgendwo hier in diesem Gebiet, und zwar hier, muss ein Geheimnis versteckt sein, was mit Siluvius zu tun hat. Müssen nur gucken, dass wir hier jetzt rauskommen. Ich bin hier ein bisschen lost gerade. Irgendwie sind wir voll falsch gelaufen, ne? Jetzt glaube ich, ja, ich muss hier lang. Ja, dieser Nebel tut natürlich sein Übriges, dass wir hier falsch laufen. Ihr habt mir übrigens auch einen Hinweis auf den Turm gegeben. Man muss tatsächlich doch an diesen Turm in Caelid hochklettern. Mal schauen, ob wir das können und mal schauen, ob wir uns dafür wieder nackt ausziehen müssen. Lasst euch überraschen. So, bei diesen Ruinen dort oben müsste es ein Geheimnis geben. Mal schauen. Hier vielleicht? Da, das schaut doch aus, als gäbe es hier ein Geheimnis. Da ist es nicht. Hier vielleicht. Da. Also irgendwo soll hier angeblich ein versteckter Eingang sein, den man sozusagen aufschlagen muss. Was ziemlich fies ist, finde ich. Weil woher soll man denn sowas wissen? Hier vielleicht irgendwo? Kann ich angeblich auch durch Rollen öffnen. Versuchen mal zu rollen. Ah, schaut mal da oben. Was wir da Schönes finden. Oh, interessant. Kriegsasche Frostnebel. Und ist hier vielleicht der geheime Eingang? Wäre ja passend. Nein. Wir finden den schon. Irgendwo hier muss er ja sein. Das sind so Sachen, da schaue ich ganz gerne dann doch mal nach. Ich weiß, wir wollen hier ein Blindspiel machen. Es ist auch größtenteils blind, aber wenn ich da stundenlang nach irgendwas suche, das kann ich im Let's Play nicht machen. Das ist das Problem. Das würde ich privat natürlich machen, aber das kannst du nicht im Let's Play nicht bringen. Das wäre einfach viel zu langweilig, obwohl ich jetzt ja auch hier stundenlang schon suche. Ich weiß nicht, wie lange nehmen wir schon auf. Ja gut, erst ein paar Minuten, es geht noch. So, wo war denn das jetzt? War das vielleicht auch hier? Es kann auch sein, dass es hier gewesen ist. Weil hier ist es ja offensichtlich irgendwie nicht. Ich habe nicht die genaue Stelle. Ich weiß nicht die genaue Stelle, wo das ist. Hier mal zu den anderen Ruinen da oben. Schauen wir hier weiter. Wie viele Routen haben wir denn eigentlich? 8000, okay. Hier ist nichts. Wir rollen schon wieder so merkwürdig, ne? Wie schaut es denn hier mit unserer 81,3 und 84 haben wir. Ja, wir sind eigentlich zu schwer. Ah, ich hasse die. Ich hasse die Typen. Ha, sehr gut. Ja, hier könnte es irgendwo sein. Hier vielleicht. Irgendwie nicht. Mensch, hätte ich nur mal nachgeguckt, wo es genau ist. Ja, vielleicht auch hier in der Mitte irgendwo. Ah, da ist es. Okay. Da ist es. Sehr schön. Okay, das kann natürlich beim Kampf passieren, dass man da aus Versehen einfach rollt. Ja, deswegen steht auch da jemand. So kann man das entdecken. Diesen Turm. Was ist denn das für ein Turm? Da waren wir schon, ne? Das ist ihr Turm, genau. Bei dem Turm da hinten waren wir noch nicht. Also eine Regel, die man immer wieder in diesem Spiel sieht und die man nicht vergessen darf, ist... Ui. Ui.
Man muss immer mehrmals. Was ist denn das hier? Man muss immer mehrmals mit Leuten sprechen, mehrmals zu Gegenden hingehen. Das ist ja merkwürdig hier. Oh, schaut mal. Seluvis Puppe, nicht berühren. Ah, schaut mal, da sieht man ihn auch noch. Das soll der Hinweis sein, dass das Ganze hier Seluvis gehört. Und jetzt gehen wir zu Seluvis zurück und stellen ihn zur Rede. Und dann müssten wir eigentlich diese Sternenlichtsplitter benutzen können, um die Puppen zu kaufen. Das ist das zumindest das, was ich gelesen habe. Bei meiner Recherche, für was man diese Sternenlichtsplitter braucht. Ich finde trotzdem, das ist irgendwie ein bisschen ein merkwürdiges Feature, weil diese Sternenlichtsplitter sind ja doch sehr. Oh, könntest du sogar umrennen. Sind ja doch sehr prominent in das Spiel eingebaut. Ne? Also man findet die ja als etwas ganz Besonderes an prominenter Stelle. Und dann ist es irgendwie so eine Nebenqueste. Finde ich das merkwürdig. Über eure Gemächer. Ja. Was ist denn eine Puppe, bitte? Sehr merkwürdig. So, also Puppe von Fingerjungfer Terolina, ruft den Geist der Fingerjungfer Terolina. Also es ist eine spezielle Kriegsasche. Ruft den Geist eines Gefäß und Holz. Das kostet uns... Was kostet uns denn das jetzt? Hiermit ruft ihr den Geist der Fingerjungfer Terolina, der Geist einer Fingerjungfer, die nie den Perfekten begegnete, den sie führen sollte. Setzt heilende Anrufungen und Weihwassertöpfe ein, ist aber keine Kämpferin und in Schlachten eher fehl am Platz. Eine Jungfer ohne Befleckten, ein Befleckter ohne Jungfrau und es gibt niemanden, der sie zueinander führt. Hier ruft ihr den Geist eines Gefäß Unholz, der Geist eines Mannes, der in einem Gefäß aufgenommen werden wollte, ein Wurfspezialist, der alle möglichen Töpfe und Gefäße wirft. Das Kriegergefäß sagt dem Unbekannten einst, ihr seid nicht bereit, euch den Kriegern im Inneren anzuschließen. Strengt euch an, verbessert euch, dann komme ich euch eines Tages holen. Das kostet uns... Was kostet uns das jetzt? Okay. Wir konnten uns nur für einen entscheiden, leider. Weil wir nur einen... Nee, das kann auch gar nicht sein. Ich rede nochmal mit ihm. Ja, wir konnten uns tatsächlich für eine entscheiden. Merkwürdig. Na gut, dann haben wir jetzt diese Carolina bei unseren Aschen wahrscheinlich dabei, ne? Hier. Da unten ist sie auch, ja. Warum können wir nicht noch mehr kaufen? Irgendwas ist da noch merkwürdig an dieser Queste. Vielleicht können wir später nochmal kommen. Aber eigentlich sollten wir doch jetzt auch für unsere, hier sind sie, 6 Sternenlichtsplitter, diese Puppen kaufen können. Dachte ich. Oder sind die, um die zu verbessern? Naja, gehen wir mal in die Tafelbergfestung. Tafelfestung? Tafel der Gnade? Gehen wir in die Tafel der Gnade. Ich glaube fast, dass dieser Name mal geändert worden ist, ne? Tafel, Rundfeste, Tafel der Gnade, ich weiß es nicht. So, und hier gibt es nämlich auch noch etwas. Also beziehungsweise hier sollten wir auch noch mal gucken. Überall, ob sich irgendwo was verändert hat, oder Leute aufgetaucht sind oder so, oder so. Ob die was zu sagen haben. Hallo? Was ist denn mit dem los? Dem geht's gar nicht gut, offensichtlich. Merkwürdig. Hast du was Neues zu sagen? Der hat einen Helm abgenommen, um einen Helm aufzuhaben. Sehr merkwürdig. Über Rugier. Ja, der liegt sitzt ja da draußen. Ja, und jetzt? Okay. Ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half
Okay. Naja, gut. Wenn du meinst.